diese Maske riecht wirklich so gut. Hey ihr Lieben und vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Dieses Video ist ein Video, wo ich euch zwei wirklich mega Produkte vorstelle. Eins ist von L'Oreal und eins ist von Sheer Moisturize. Ich kann euch die Produkte wirklich, wirklich nur ans Herz legen. Ich liebe diese zwei Produkte und wollte euch die unbedingt vorstellen. Eins habe ich davon jetzt extra für euch 2 Monate lang getestet und kann euch wirklich sagen, was es bei mir bewirkt hat und wie ich es wirklich fand. Das andere benutze ich schon etwas länger und ist wie gesagt auch wirklich nur empfehlenswert. Ja, beide findet ihr, sind leicht zu haben. Also das eine findet ihr auf jeden Fall in eurer Umgebung, in jedem Drogeriemarkt in der Nähe, im Rossmann oder im DM. Und das andere bekommt ihr online, was ich aber euch unten nochmal in der Infobox verlinken werde. Ja, ich fange dann an mit dem L'Oreal-Produkt. Und zwar ist es dieses hier. Und zwar ist es eine Shampoo-Creme. 6 in 1. Ja, Leute, ich weiß, was ihr jetzt davon denkt. Normalerweise werden sozusagen Conditioner 2-in-1 eigentlich immer davon abgeraten. Auch ich bin kein großer Fan davon. Jedes Mal, wenn ich bei einer Freundin war und die haben mir einen 2-in-1 Conditioner hingehalten, dachte ich mir so, oh mein Gott. Ich bin ja eine, die immer extra Pflege für meine Haare braucht und meine Freundin, die haben meistens alle glatte Haare und ich brauche auf jeden Fall nach dem Shampoo immer noch einen Conditioner, weil meine Haare sonst einfach viel zu trocken sind und deswegen halte ich davon eigentlich wirklich gar nichts, aber dieses Produkt hat es mir wirklich angetan, weil hier drauf steht ohne Schaum, ohne Sulfate, ohne Silikone und ohne Parabene, also ohne Schaum heißt ja schon mal was Gutes. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr mildes Shampoo, was ich auf jeden Fall schon sehr gut fand und wonach ich auch auf der Suche war. Und da es im Angebot war, dachte ich mir, versuche ich es mal. Außerdem war es ja noch ohne Silikon und ohne Sulfate, genau nach dem, was ich gesucht habe. Und dann dachte ich mir, komm, das kann ich mir nicht entgehen lassen. Und ja, jetzt sind schon 2 Monate vergangen und ich bin sowas von zufrieden mit diesem Produkt. Ehrlich, also normalerweise habe ich ja, also hat man trockene Haare nach so einem 2-in-1-Shampoo, also ich zumindest, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber nach diesem Shampoo, ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt Shampoo nennen kann, da es wirklich gar nicht schäumt, hat man einfach weiche Haare. Man braucht wirklich keinen Conditioner mehr danach und es hält wirklich, was es verspricht. Meine Haare sind danach einfach super lockig und weich. Ich benutze es schon seit 2 Monaten und habe keine Probleme damit. Also es besteht aus botanischen Ölen. Es soll die Haare reinigen, pflegen und Schutz geben. Außerdem soll es die Kennbarkeit erleichtern und für ein einfaches Styling sorgen. Und es ist für sehr trockenes und empfindliches Haar. Und ja, also es ist auch ganz einfach anzuwenden. Man soll ungefähr 10 bis 12 Pumpstöße nehmen und das im gesamten Haar verteilen, vom Ansatz bis in die Spitzen und das gut einmassieren. Anschließend soll man das also mit ein bisschen Wasser vermischen und einmassieren. Das soll dann leicht schäumen, aber wirklich schäumen tut es nicht. Also ihr werdet keinen richtigen Schaum sehen, wenn ihr das dann irgendwie erwartet. Und danach einfach ausspülen. Ich mache das so, dass ich meine Haare das erste Mal genau so mache und direkt ausspüle. Und beim zweiten Mal lasse ich es etwas drin und kämme dabei meine Haare und wasche es dann anschließend aus. Und das funktioniert auch eigentlich immer ganz super. Und ja, meine Haare riechen danach wirklich gut und wie gesagt, ich hatte dann bis jetzt keine Probleme damit. Ich bin wirklich zufrieden damit. Zwar kostet es 6 bis 7 Euro, aber die Drogeriemärkte haben ja immer gewisse Angebote und ich würde euch raten, es dann immer da zuzuschlagen. Aber auch so ist es an sich eigentlich, also lohnt es sich wirklich. Immerhin sind hier 400 Milliliter drin, also fast ein halber Liter. Und das ist wirklich fast das Doppelte von einem normalen Shampoo. Also sozusagen, als würdet ihr ein Shampoo und einen Conditioner zusammen kaufen. Und es sind schon 2 Monate her und es ist immer noch halb voll. Also es hält wirklich lange und für diesen Preis ist es wirklich gut.
Ja, und dann komme ich auch schon zu meinem zweiten Produkt. Und zwar ist es von Shea Moisturize. Und zwar ist es diese Haarkur. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Und zwar ist diese Haarkur für gefärbte, geschädigte, geglättete und ja, blondierte Haare, so wie meine. Auch insbesondere für relaxte Haare, für die, die mein Video gucken, die vielleicht relaxte Haare haben oder vielleicht gerade im Übergang sind, ist diese Haarmaske sehr, sehr gut. Ich liebe diese Maske. Meine Haare waren wirklich noch nie so weich von einer Maske wie von dieser hier. Außerdem riecht diese Maske wirklich einfach traumhaft, Leute, wirklich einfach traumhaft. Ich weiß nicht, vielleicht findet ihr den Geruch nicht so traumhaft, aber ich liebe diesen Geruch und bin wirklich von dieser Maske begeistert. Außerdem besteht die sogar ohne Sulfate und Silikone und sonst noch was. Also die ist wirklich gut, da steht aber hier alles auch nochmal drauf. Hauptsächlich besteht diese Maske aus Shea Butter, Jamaican Black Castor Oil und Pfefferminz, weil diese Maske auch noch den Haarwachstum fördern soll. Die Maske soll auch vom Ansatz bis in die Spitzen einmassiert werden und entweder mit einer Haube 5 bis 10 Minuten einwirken lassen oder ohne Haube 20 Minuten. Ich mache das meistens so, dass ich das, während ich dusche, 5 bis 10 Minuten in meinen Haaren einwirken lasse. Ich meine, da vergeht die Zeit ja eigentlich recht schnell. Oder manchmal lasse ich sie auch wirklich über Nacht einwirken. Ich kann diese Maske wirklich nur empfehlen. Diese Maske riecht wirklich so gut und macht meine Haare wirklich so weich, dass ich mir denke, dass meine Haare nach dieser Haarkur wie neu geboren sind. Ehrlich, diese Maske kann ich wirklich, wirklich nur jedem ans Herz legen. Es ist keine Geldverschwendung. Und diese Maske müsstet ihr eigentlich in den meisten Afro-Shops finden. Oder wenn ihr keinen Afro-Shop in eurer Nähe habt, so wie ich, dann findet ihr auf jeden Fall diese Haarmaske auf Amazon. Und ja, das Geld lohnt es sich wirklich auf jeden Fall. Ich kann euch die Maske wirklich nur ans Herz legen. Und ach ja, was ich vergessen habe am Anfang des Videos zu sagen, ich habe kein Geld dafür bekommen, dass ich euch die Produkte vorstelle. Ich habe das wirklich gemacht, weil ich meine Erfahrungen mit diesen Produkten gemacht habe und weil ich mir dachte, dass ich das mit euch teilen muss, weil mein Channel ja eigentlich auch dafür gedacht ist, euch Tipps zu geben. Und ja, ich kann euch diese beiden Sachen wirklich nur ans Herz legen. Es ist wirklich keine Geldverschwendung. Und ja, ansonsten hoffe ich euch, dass meine beiden Tipps euch gefallen haben. Das waren meine zwei Tipps an euch. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch zwei Tipps für mich habt. Und wenn ihr die in meine Kommentare schreiben könntet, wenn ihr irgendwelche guten Empfehlungen habt, womit ihr gute Erfahrungen gemacht habt, wenn ihr mir diese einfach unten in die Kommentare schreibt. Und ja, ansonsten, wenn ihr kein Video von mir verpassen wollt, müsst ihr unten die Glocke anschalten, weil mittlerweile ist es leider so, dass YouTube neuen Update hat, dass das Abonnieren alleine nicht mehr reicht. Man muss mittlerweile unten die Glocke anschalten. Ich werde euch es hier irgendwo nochmal einblenden. Wenn ihr die Glocke nicht anschaltet, werdet ihr nicht benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und das ist sehr schade, da viele mich immer fragen, wann ich wieder ein neues Video hochlade oder viele gar nicht mitbekommen, dass ich ein neues hochgeladen habe. Deswegen abonniert, also klickt unten auf die Glocke, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Und ja, ansonsten will ich euch darauf hinweisen, dass ich nächste Woche an einer Collab-Welle teilnehme, wo circa 25 verschiedene YouTuber teilnehmen werden. Und zwar geht es um Silvester. Ich werde verschiedene Silvesterfrisuren vorstellen oder vielleicht nur eine, das weiß ich noch nicht genau. Und die anderen werdet ihr dort auch finden in meiner Playlist, die bei dieser Collab-Welle teilgenommen haben. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Und ja, bis zum nächsten Mal.